Servus Leute, heute habe ich ein Lighthouse-Raid für euch und da ging es mal wirklich zur Sache. Da war ordentlich Betrieb im Wasserwerk oder beziehungsweise im Klärwerk, da wo die Rogues unterwegs sind. Was man ja nicht so oft hat auf Lighthouse, die Map ist gerne mal ein bisschen ja ausgestorben, sage ich mal. Aber in dem Raid war einiges geboten. Schöne Shots, ein bisschen Loot und rundum sehr unterhaltsam. Schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Vielleicht ein Follow da lasst. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben und einen Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß mit dem Raid. Also ich habe davor die 703 gehabt und die wiegt 95 Gramm. Im Vergleich ist das wie... Ah, das ist schon deutlich schwerer. Das ist krass. Okay. Ja, wir gehen Usex killen. Keine Ahnung. Das ist mir zu dunstig. Du hast jetzt 200 Gramm Maus. Ja, wenn es gefällt, keine Ahnung. ja. Und Soaking. Ab einem bestimmten Gewicht wird es dann auch gutes Training. Ich meine, man muss es natürlich nicht, ne? Man braucht jetzt nicht zwangsläufig so eine G-Pro mit 65 Gramm. Aber welche habe ich gesehen? Zum Beispiel Preis-Leistung. Es war, glaube ich, eine G305 recht gut. Kostet, glaube ich, 45 Euro. War um die 100 Gramm oder 95 Gramm oder so. Extra leichte Maus, um den Rücken zu schonen, ja. Gramm wiegt die Revolt. Die davor war bei 95. Wie gesagt, ich kann es bloß empfehlen. Bei Shootern, ich meine, bei Tarkov an sich ist es wahrscheinlich nicht so wichtig. Wenn man zu Sachen wie Valorant, CSGO, Rainbow Six, wo es ein bisschen mehr wirklich auf Reaktion und Aim ankommt. Dann kommt es nochmal ein bisschen mehr zum Tragen. Aber jetzt kommt der Tag auf Arena. Also habe ich meine bessere Maus investiert. So, jetzt schauen wir mal. Der Map ist 4 Minuten alt. Du konntest gerade einen Kaffeebecher erwerben. Nice. Gibt's wieder Kaffeebecher im Merch Store? Außer sein Merch. Ja, Void ist richtig. Habe ich mir jetzt auch wieder nochmal zwei nachbestellt. Weil dann kann ich die, wenn die alten abgenutzt sind, ich mach meine Mauspads immer in die Waschmaschine und wenn sie dann irgendwann durch sind, hau ich sie weg. Servus Max.
Oh shit. Warte, der schießt auf mich. Nee, hat er nicht. Okay, der Airdrop ganz dahin. Hä? Auf den Airdrop wollen wir nicht gehen. Bitbot, sowas wird sie eh nicht geben. Ich sag mal, bei den Stoff-Mauspads, ne, ich habe jetzt schon einige gehabt. Aber von der Verarbeitung waren die alle gleich. Es gibt halt bloß welche, da zahlst du die Marke und es gibt welche, da zahlst du sie halt nicht. Deswegen, ich habe ein Mauspad, das kostet euch 12, 13 Euro. What? Ich hab doch hier gerade was gehört. Bin ich paranoid? Na, vielleicht bin ich paranoid. Fühlen sich alle gleich an. Ja, ja, das ist nämlich das, Tommy. Die sind alle gleich genäht. Da ist halt eine andere Marke drauf. Da war es zumindest auch gehört, ja? Oh, da. Ich hab ihn. Oh. Haben wir uns doch nicht verhört. Ich hab ihn bloß. Moment. Hab ihn bloß. Vor mir gehört und war hinter mir. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, so Stoff-Mauspads, die nutzen sich halt ab mit der Zeit. Und dann, ja, sagen wir mal, brechen die Fasern irgendwie und dann wird es rauer automatisch. Deshalb gibt es halt gelegentlich mal ein neues Mauspad, beziehungsweise jedes Mauspad wird 3 bis 5 Mal gewaschen und dann ist irgendwann gut. Dann wird es weggehauen und ein neues gekauft. Aber man muss ja auch sagen, ich benutze meine Mauspads ja sehr, sehr viel. Macht er dann den Michael Jackson oder was? Okay.
Hornwinkler. Hallo, Mumba. Wenn du das sagst, Lumumba, wird was dran sein. Squerk, okay. Willst du eins kaufen? Auf Lighthouse im Rockgebiet weiß ich immer nicht, was ich machen soll. Oh, gebrauchte Birkenstock, ja. Die sind sicherlich beliebt. Über Jahre barfuß getragen. Nee, gibt's nicht, Lance. Das ist Gaff hier. Moin Deadline. Moin Spieler da drüben. Oh, da rennt was. War nur ein Scaff, aber Scaff-Player. Oh, Wetter wird besser. Ja, da muss ich lächeln, Jodos. Was will man machen? Ach was! Ihr Lappen, ey. Das kannst du halt vergessen. Die versuchen die hier oben zu looten, wenn du einen erschossen hast, kannst du halt sowas von löten. Ist jetzt nicht so, dass ich den. Naja. Vor ein paar Minuten habe ich den erschossen. Kann ich direkt beim Tinder-Date schicken? Ja, welches Tinder-Date? Das ist so dumm. Oh, what? Das war sogar ja. No. Klick.
Okay. Kommen die ganzen Spieler her? Das sind ja keine. Das sind ja nicht mehr Scavs. Ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Das sind ja. Das sind ja Spieler. Wunderlange. Auf wen hat er geschossen? Also er hat, glaube ich, auf mich geschossen. Aber ich glaube, ich war woanders, als er gedacht hat. Ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Aber was war es eigentlich mit dem Skeff hier drüben? Er hat sich wahrscheinlich schon lang an meinem Typen da bedient. Schon lang weg. Habe ich so das Gefühl. Oh, die Karre ist da. Haben wir Kohle dabei? Passt. Aus Vertigo. Zehn Shatter-Scaps. Ja, vielleicht machen wir sowas mal. Ich würde mal den RAM überprüfen, der lange. Irgendwas, Lighthouse ist RAM-intensiv. Oder um. Sich hingelegt? Oh no. Hä, der ist tot. What the fuck? Habe ich ihn getroffen durch das... Ich meine, der erste Schuss ging ja in das Metall rein, aber ist er tot? Ja. Ich glaube schon, dass ich ihn gesniped habe. Ich habe ja vor mir in das Metall geschossen. War mir nicht sicher, ob das durchging. Sonst klickt's wieder, ja. Was ist los hier?
Auf der anderen Seite von dem Gebäude hier, glaube ich. Ja, mit Lighthouse haben wir im Moment einige Probleme. Niedrige FPS. Am Anfang ewige Ladezeit, Abstürze. Das hat, glaube ich, alles mit dem RAM zu tun. Zu wenig RAM ist wahrscheinlich die Ursache. Aber das abstürzt, RAM-Fehler wohl eher. Ey, hier laufen so die Player-Scavs durch die Gegend. Problem ist hier... Oh. Von dem Dach runterkommen ist schwierig. Übertrieben, was hier los ist, ne? Ich meine, es sind zwar die meisten Player-Scavs, aber trotzdem. Hier auf diesen Dächern kriegst du was zu tun. Naja, brauchst gar nicht zu schauen. Scave Player Party. Ah, PMCs waren auch am Start. Unter mir hat halt noch einer gesteppt, ne? Ich muss aufpassen. Neue Stadtenhauser. Alte 4. Krass, was da drüben auf diesem Dach los ist, ey. Na gut. Ich hab Bedenken. Ja, das Problem, die Sache ist, hier ist nie leer. Du hast halt bloß keine PMCs mehr. Ah, die Player. Also hier ist 24/7 Player Scav Party. Das ist auf Lighthouse sicher. Wenn ich da hinten abgeschossen habe, es war auch ein Player Scav. Na gut, looten gehen wir da mal nix, aber wir gehen jetzt Richtung Exit. Oh, ein paar gute Shots dabei. Der da unten ist auch schon gelootet. So. Ah, Player Scav. Gedacht, er gammelt ein bisschen. Aber wenn er schon irgendwo gammelt, dann halt so, dass er die Treppe abaimt, aber naja. Aber jetzt war gerade echt viel los, Max, auf jeden Fall. Also, habe ich auch nicht so in Erinnerung, dass jetzt hier auf Lighthouse mal was abgeht. Er hat auf mich gewartet, ja. Ich habe ihn aber schon davor gehört gehabt, ne? Man darf sich in der Situation nicht einreden, dass man sich das eingebildet hat. Das ist wichtig. Ich wusste, da ist noch einer. Ich habe bloß gedacht, er wäre ins Haus gelaufen.
Ja, Auto ist immer eine Minute. Moin, Pat Pat. Na gut, Leute. Macht mal Hallo YouTube im Chat. War doch ein guter Raid. Wie viele Kills haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Echt 5 Kills auf Lighthouse? Das ist ja phänomenal viel. Na hier, DWL Headshot, 183 Meter. Ah, das war Iron Fist, war hier. 216, okay. Epic Bait.